Der Giallo ist ein beeindruckendes Genre. Neben der bahnbrechenden Kameraführung und der meist grenzgenialen Musik ist es vor allem die nervenzerfetzende Spannung, die einen oft bis in die letzten Sekunden des Films nicht einmal erahnen lässt, wer jetzt der Mörder bzw. teilweise sogar der Träger der titelgebenden schwarzen Handschuhe. Ist. Aber ganz im Ernst, Dario Argentos Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist in vielerlei Hinsicht ein absolut bemerkenswerter Film. Nicht nur, dass der 1970 produzierte Titel die allererste Regiearbeit von Dario Argento überhaupt darstellt, der aber bereits einige Jahre zuvor als Drehbuchautor und Storygiver in der Filmbranche angefangen hat und dabei tatsächlich sogar auch bei Sergio Leones großartigen Spiel mir das Lied vom Tod für die Story mitverantwortlich war. Mit dem Film The Bird with the Crystal Plumage wollte er aber tatsächlich die Regiearbeit auch übernehmen, wobei die damalige Produktionsgesellschaft von der Idee nicht unbedingt begeistert war und lieber einen etwas erfahreneren Regisseur hätte. Argento ließ sich das nicht gefallen, gründete gemeinsam mit seinem Vater eine eigene Produktionsgesellschaft und kümmerte sich fortan selbst um den Film. International wurde er dann von der Firma Titanus Entschuldigung, vermarktet, bis er dann natürlich in Deutschland im Verleih der Konstantin-Film gelandet ist. Aber The Bird with the Crystal Plumage ist einer der Gründe, warum Dario Argento 100% gerechtfertigterweise immer wieder gerne als der italienische Hitchcock bezeichnet wird. Der Film war übrigens gar nicht der erste Giallo, der jemals gedreht wurde. Nein, diese Ehre kommt tatsächlich Mario Bava zuteil, der bereits im Jahr 1963 einen ähnlichen Film, damals noch in Schwarz-Weiß gedreht hat, der allerdings leider, Wink an die Labels, bislang noch nie im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurde. The Bird with the Crystal Plumage war ein derartiger Erfolg, dass sich der Film über 3,5 Jahre in den italienischen Kinos auch noch in den Charts gehalten hat und das, obwohl das Drehbuch von Dario Argento in nur 5 Tagen geschrieben wurde und der Film in satten 6 Wochen abgedreht wurde. Aber sowohl hinter als auch vor der Kamera ist neben den Beiträgen von Dario Argento bzw. von Ennio Morricone, einem der Menschen, bei dem meiner Meinung nach die Bezeichnung einer der besten Filmkomponisten aller Zeiten immer noch fast eigentlich wie eine Geringschätzung seines eigentlichen Lebenswerks gilt, einige Leute immer noch zu nennen. Die Kamera hat beispielsweise Vittorio Storaro geführt, der mit dem Film Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe das allererste Mal in Farbe gedreht hat, dann in späterer Folge in seiner Karriere übrigens satte 3-mal den Oscar als bester Kameramann nach Hause gebracht hat. Dabei unter anderem bei Der letzte Kaiser, Reds und Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Nominiert war er auch noch als Kameramann, als bester Kameramann für den Film Dick Tracy. Sie hat in diesem Jahr dann allerdings gegen den Film Der mit dem Wolf tanzt verloren. Außerdem in der Hauptrolle des Films ist ein gewisser Tony Musante zu sehen, den Dario Argento immer wieder ganz gerne als den schwierigsten Schauspieler bezeichnet hat, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat, was unter anderem daran liegt, dass Musante ein derart intensiver Schauspieler war, dass er Argento teilweise auch gerne um 3 in der Früh zu Hause besucht hat, um mit ihm noch kleine Details für den nächsten Drehtag zu besprechen. Außerdem, was ebenfalls interessant ist an Dario Argentos Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, ist ja quasi ein Teil der Brian Edgar Wallace Filme. Und da denken sich jetzt vielleicht einige, warte mal, Dario Argento macht einen Edgar Wallace Film? Nein! Und nein! Weil einerseits ist Brian Edgar Wallace nur der Sohn tatsächlich von Edgar Wallace und hat auch eine wesentlich kleinere Filmvita quasi auffahren können, aber in Wirklichkeit ist Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe eine Adaption von Frederick Browns Buch The Screaming Mimi, der das übrigens im Jahr 1958 bereits unter der Regie von Gerd Oswald als Die blonde Venus verfilmt wurde. Trotzdem, nachdem The Bird with the Crystal Plumage, deswegen erwähne ich den Titel auch immer wieder ganz gerne, ein Teil von Dario Argentos sogenannter Tiertrilogie ist, in der eben neben Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe dann auch noch Die neunschwänzige Katze und 4 Fliegen auf grauem Samt anzutreffen sind, werden diese Filme teilweise komplett der Brian Edgar Wallace Filmreihe zugeordnet, obwohl 4 Fliegen auf grauem Samt gar nichts mit Brian Edgar Wallace zu tun hat. Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe eigentlich
auch nicht. Und die neunschwänzige Katze, die Dario Argento ganz gerne trotz des großen Erfolgs des Films als seinen persönlich schlechtesten und unbeliebtesten Film bezeichnet, wo Brian Edgar Wallace tatsächlich uncrediterweise am Drehbuch mitgeschrieben hat. Aber vielleicht stammt die Verbindung von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe mit den Brian Edgar Wallace Filmen auch einfach aufgrund der Tatsache, dass es in dem Film auch einige deutsche Schauspieler geschafft haben. Mario Adorf ist in einer großartigen Rolle zu sehen, aber auch Werner Peters, der tatsächlich in einigen Brian Edgar Wallace Filmen auch zu sehen war. Die deutsche Synchro von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe stammt übrigens aus der Feder von Synchronlegende Rainer Brandt, der dem Film allerdings nicht seinen Schnodderdeutsch-Stempel aufgedrückt hat, tatsächlich aber trotzdem einiges vom tatsächlichen Wortlaut des Films verändert hat. Der Film hat bereits etliche Auswertungen international im High Definition Medium auf Blu-ray erfahren, aber jetzt im Oktober 2020 gibt es eine neue, meiner Meinung nach ganz besondere das interessante Auflage und die kommt von einem der renommiertesten deutschen Filmmagazine, nämlich der Deadline. Und diese Retro-VHS-Edition von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe liegt mir jetzt vor und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check die streng limitierte deutsche Retro-VHS-Edition von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe näher vorzustellen. Was gibt es bei einer Retro-VHS-Edition eigentlich Wichtigeres als beim Cover-Artwork, das, well, Retro-VHS-Design akkurat nachzubilden? Und da hat es die Deadline absolut perfekt geschafft, das, ich nenne es immer Gelb-Banner-Design von Topic, perfekt auf diese Neuauflage anzupassen. Topic hat den Film in verschiedenen deutschen VHS-Auflagen mit teilweise verschiedenen Bannern veröffentlicht, aber das ist meiner Meinung nach immer noch das klassischste und interessanteste Topic-Design. Grundsätzlich basiert das auf dem alten deutschen Kinoplakat, wo der Film eben im Juni 1970 von Konstantin Film gestartet ist, wurde dann allerdings entsprechend angepasst. Eben so fand sich dort oben dieses Topic-Logo, das hier meiner Meinung nach makellos und absolut perfekt durch das Deadline-Logo ersetzt wurde, auch die Platzierungen von der Bestellnummer bzw. der Laufzeit des Films im Rahmen von diesem gelben Banner passen absolut perfekt zur VHS-Vorlage und letzten Endes dann natürlich auch noch das Design bis ins kleinste Detail. Und das ist, finde ich, ein absolut interessantes Design, weil natürlich der gelb gedruckte Filmtitel, der gelb gedruckte Topic-Banner absolut perfekt zum gelben Film passt, aber ansonsten bekommen wir hier ein quasi schwarz-rotes Design, das meiner Meinung nach auch noch die titelgebenden schwarzen Handschuhe absolut perfekt prominent darstellt und dabei finde ich eine wundervolle Aufteilung bietet. Was ich ebenfalls absolut beeindruckend finde, ist die grenzgeniale Druckqualität, mit der dieses Design hier auf dem Retro-VHS Frontcover abgedruckt wurde. Wir bekommen zusätzlich dann auch noch am Rand einige dezente Zerstörungseffekte, die meiner Meinung nach ebenfalls absolut perfekt zu dieser Atmosphäre beitragen. Wenn wir uns jetzt einmal das Ganze auf dem Spine anschauen, auch hier hat man es bei der Deadline wieder mal absolut genial gemacht, dieses schöne alte VHS-Logo einfach mit dem Blu-ray plus DVD-Kombo-Sticker zu überkleben. Sowas sieht meiner Meinung nach immer noch absolut großartig aus. Und wir bekommen hier einen wunderschönen, schlicht gestalteten Spine, der auch ebenfalls hier das VHS-Design perfekt weiterbringt. Aber am schwierigsten, meiner Meinung nach, darzustellen musste für die Deadline auf jeden Fall das Backcover gewesen sein. Auch hier hat man es natürlich absolut perfekt verstanden, oben den gelben Banner genauso wie auf der Videokassette umzusetzen. Auch die Tatsache, dass die Inhaltsangabe auf dem eigentlich einheitlich roten Backcover in diesem quergestellten weißen Textblurb zu finden ist, ist absolut großartig. Aber die linke Seite von diesem Backcover-Design war bei der alten Videokassette mehr oder weniger ein kompletter Topic-VHS-Katalog und da hat man es bei der Deadline, finde ich, mit dem absolut perfekten Mittelweg gefunden, diese tatsächlich existierende und übrigens hochgradig empfehlenswerte Scarific Collection mit all ihren 6 Titeln herzunehmen, die ebenfalls von der Deadline veröffentlicht wurde und den Rest mit einigen Aushangfotos von dem Film
Naja, Aushandfotos von dem Film darzustellen und dann natürlich noch ein paar technische Details zu diesem Release zum Besten zu geben. Und da kommt auch, finde ich, der einzige wirkliche Manko von dieser Veröffentlichung zum Tragen, den man natürlich nicht unerwähnt lassen soll. In diesem Release befindet sich die neu aufgelegte Blu-ray von Pedux Film. Was das in Sachen Bildqualität bedeutet, schauen wir uns natürlich in Bälde an. Aber das bedeutet auch, dass diese VÖ mit Ausnahme von Trailern, Vorspänen, TV-Spots bzw. dem Presseheft und dem Werbematerial im BD-ROM-Bereich keinerlei Bonusmaterial enthält. Keine Features, keine Interviews, kein Audiokommentar. Das ist trotzdem eine gute Ergänzung zur Geheimnis der schwarzen Handschuhe Sammlung, aber eine alte Version verkaufen würde ich deswegen noch nicht, weil man eben vielleicht irgendwann einmal das Bonusmaterial auch wieder schauen möchte. Wir können jetzt einmal die VHS-Kassette unter Anführungszeichen aus diesem Schuber nehmen und auch hier hat man meiner Meinung nach wieder mal einen absoluten, perfekt gestalteten VHS-Dummy abgeliefert. Ich liebe alleine die Art, wie hier vorne auf diesem VHS-Dummy quasi ein Schriftzug überklebt wurde mit einem anderen, dass auch die schon so leicht von diesem unten anliegenden Klebstoff zersetzt wurden und dadurch eben diese Durchlässigkeit sich ergibt, dass das Ganze ein bisschen verschmutzt aussieht. Das ist einfach nur großartig, genauso wie natürlich auch der Sticker, der zwischen diesen beiden Filmspulen anzutreffen ist. Das sieht in meinen Augen ebenfalls absolut großartig aus, genauso wie sämtliche andere Teile von diesem VHS S-Dummy meiner Meinung nach sehr hochwertig produziert wurden. Verschlossen wird das Ganze dieses Mal wieder mit einem Magnetverschluss und wenn wir diesen geöffnet haben, kommen wir im Inneren zu den eigentlichen Bestandteilen. Gut, finde ich übrigens sogar dieses eine kleine Stückchen Karton, was in dieser Verpackung drin liegt und eigentlich nur den Zweck erfüllt, dass die anderen Teile beim Versand dieser Box nicht irgendwie hin und her fliegen. Und jetzt können wir der Reihe nach einfach einmal die Details hier durchgehen. Mein persönliches Highlight ist das von Leonard Elias Lemke geschriebene Booklet, das meiner Meinung nach auf eine sehr interessante Art und Weise die Geschichte einerseits von diesem Film, von Dario Argento, vom Giallo generell aufarbeitet und dabei einige wirklich interessante Details über die Produktion ausgegraben hat, finde ich auch angereichert mit diesen Ausschnitten aus eben zum Beispiel dem Werberatschlag und anderen Teilen sehr, sehr gut gestaltet und spricht mich wirklich an. Außerdem gibt es dann unter diesem Booklet eben noch den alten deutschen Aushangfotosatz mit 4 Bildern, wovon 2 eben bereits auf dem Backcover von der VHS-Edition verwendet wurden. Aber allesamt finde ich ebenfalls in für das Alter des Films recht ansprechender Qualität vorliegen. Auf der linken Seite hat sich hier sogar noch ein kleines Täschchen versteckt und in dem findet man, was meiner Meinung nach ebenfalls ein wirklich absolut geniales Goodie ist, ein Filmplakat. Und da bekommt man einerseits wahnsinnig cooles Originalfilmplakat zu dem Film auf der einen Seite und ein anderes auf der anderen. Da bekommt man wirklich wundervolle Interpretationen auch von diesem Filmstoff. Ah, Entschuldigung, ich habe da gerade zum ersten Mal so wirklich auf diesen Vogel geschaut, der da gezeichnet wurde. Das ist echt cool. Hat der Designer zwischendurch einmal seinen 5-jährigen Sohn mitarbeiten lassen? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall absolut großartig aus. Ich liebe die Art, wie diese Poster gezeichnet sind. Vor allem, wie schön unterschiedlich diese Dinge aussehen. Wenn wir dann mit diesem Poster fertig sind, kommen wir zum eigentlichen nächsten Teil, nämlich unter dieser kleinen versteckten Schatulle, was eigentlich auch wiederum ein relativ cooles Giallo-Trope ist, das Ganze hier so zu verstecken. Da bekommen wir dann an diesen recht weichen und angenehmen Klebepunkten sowohl die Blu-ray als auch die DVD mit dem Film präsentiert. Die sind leicht zu entnehmen, die zerkratzen beziehungsweise sicherlich nicht hier, beziehungsweise werden sie auch nicht gepresst oder sonst wie verzerrt, sodass man keinerlei Schäden befürchten muss. Und insgesamt muss ich sagen, ist es ein wirklich hochwertig verarbeiteter, wunderschön gestalteter VHS-Dummy, der noch dazu in einer absolut perfekten Interpretation der guten alten Topic-Kassette steckt, weswegen ich mit der hier gebotenen Verpackung wirklich mehr als nur zufrieden sein kann.
Und ja, manchmal greift sich der Zocki gerne selber ein bisschen vorweg. Die Frage nach der Verpackung hätten wir damit geklärt. Kommen wir jetzt zur Beantwortung der Frage nach der Bildqualität. Und damit möchte ich tatsächlich in diesem Review noch ein bisschen weiter in der Zeit zurückreisen. Damals, als ich noch gesagt habe, dass der Film mit dieser Auflage tatsächlich bei weitem nicht das erste Mal weder international noch im deutschsprachigen Raum in High Definition auf Blu-ray erscheint. Trotzdem bietet dieser Release etwas absolut Interessantes und dafür möchte ich, bevor ich euch die eigentliche Slideshow mit den Screenshots aus dem Film zeige, einmal einen ganz kurzen Bildvergleich wagen. Für diesen Bildvergleich habe ich auf der einen Seite die brandneue Blu-ray-Auflage von Arrow Video mit einem 4K-remasterten Transfer bescreenshottet und auf der anderen Seite die Blu-ray von Pedux Film. Und ich glaube, wie wir bei den hier ablaufenden zwei Screenshots ganz deutlich erkennen, yes! Pedux hat sich das 4K-Master von Arrow gesichert, das meiner Meinung nach einfach nur absolut großartig aussieht. Und falls euch an der Stelle noch ein weiterer Bildvergleich interessiert, ich habe zwar leider die alte deutsche Koch-Media-Veröffentlichung nicht in meiner Sammlung und kann zu der daher an der Stelle keine Aussage treffen, aber ich besitze noch die alte Arrow-Video-Blu-Ray aus dem Jahr 2011 und ich würde sagen, wir schauen auch da noch einmal kurz rein. Wow. Okay, also ganz ehrlich, dafür, dass wir Arrow Video als eines der besten Labels aller Zeiten schätzen, ist das schon relativ arg. Man bemerke bei der Titelsequenz von dem einen Screenshot, wie das Bild nach oben hin gezerrt ist, damit die Titeleinblendungen nicht aus dem Bild fallen, beziehungsweise, dass der Rest des Films von einem 2,35:1 Bild auf ein ca. 2,0:1 Bild gezoomt wurde. Dazu kaum Farben, kaum Kontraste, kaum eine wirklich ansprechende Schärfe bietet. Das ist wirklich, gelinde gesagt, einfach kein wahnsinnig gutes Bild. Und nachdem wir jetzt schon wissen, okay, passt, Pedux hat den 4K-Transfer von Arrow gesichert für diesen Release, möchte ich trotzdem euch jetzt noch einige weitere Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Pedux direkt zeigen. Weise natürlich wie immer darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich aber natürlich sämtliche Screenshots sowohl abspeichern als auch ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und meiner Meinung nach ist das Einzige, mit dem man die Bildqualität von dieser Blu-ray noch einmal übertreffen könnte, die Veröffentlichung des Films auf einer tatsächlichen 4K-UHD-Scheibe. Denn das, was bei diesem 4K-Remaster-Transfer angeboten wird, ist in meinen Augen schlicht und ergreifend brillant. Man darf nicht vergessen, der Film stammt aus dem Jahr 1970 und hat damit satte 50 Jahre auf dem Buckel. Und bereits bei der Titelsequenz des Films ist mir einfach dieses knallige Rot, diese wundervollen, präsenten, dynamischen, kräftigen Farben ins Auge gestochen, die natürlich eben mit der wahnsinnig genialen Cinematografie des Films Hand in Hand gehen und uns hier ein knackiges, detailliertes, farbenfrohes Bild liefern. Die Schärfe von dieser Abtastung ist meiner Meinung nach ebenfalls auf absolut grenzgenialem Niveau. Selbst auf meinem 86 Zoll Fernseher sind mir über den Verlauf des Films keinerlei störende Weichzeichner-Effekte oder sonst irgendwie schlechter erhaltene Einstellungen aufgefallen. Dieses Bild ist zu jeder Zeit absolut perfekt, punktscharf und absolut überzeugend. Der Kontrast balanciert noch dazu helle und dunkle Bildbereiche wahnsinnig toll, weswegen eben gerade dieses Spiel mit den Farben, das Spiel mit hell und dunkel, gerade eben auch das Spiel in einer der Finalszenen mit den Handschuhen, mit der Szenerie, absolut perfekt aussieht. Was den Film außerdem noch meiner Meinung nach wahnsinnig angenehm natürlich aussehen lässt, ist die Körnung des Filmmaterials. Die sorgt zwar gelegentlich für natürlich dezente Grundunruhen, macht allerdings dafür eben ein wirklich charmantes, organisches, analoges Filmgefühl, was ich persönlich gerade bei älteren Filmen auch sehr schätze, weswegen ich es sehr positiv empfinde, dass hier nicht mit übereifrigen DNR gearbeitet wurde. Die Blu-ray übrigens bietet bei den 97 Minuten Filmlaufzeit 21,4
4 GB allein für den Film reserviert, bleibt dabei allerdings hinter der britischen Blu-ray-Auflage von Arrow Video zurück, wo alleine für den Film 26 GB reserviert waren. Trotzdem ist mir eben auch beim direkten Bildvergleich jetzt nicht unbedingt ein deutliches Mehraufkommen oder gar eine störende Intensität an etwaigen Kompressionsspuren bzw. anderen digitalen Ungereimtheiten aufgefallen. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass das Deadline-Magazin mit ihrer Veröffentlichung von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe einen absolut perfekten Einstieg in das Retro-VHS-Blu-ray-System gefunden hat. Die Bildqualität der neuen Blu-ray-Auflage von PDAX ist phänomenal, die Verarbeitung von der VHS-Kassette meiner Meinung nach großartig und insbesondere die Aufbereitung bzw. Modernisierung des klassischen Topic-Designs hat einfach nur perfekt funktioniert. Und das, was für mich persönlich fast noch die beste Nachricht an dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass das Geheimnis der schwarzen Handschuhe nicht deine Eintagsfliege ist, sondern dass das Deadline-Magazin dieses Konzept zu einer Reihe entwickeln möchte. Und vor wenigen Tagen wurde mit Das Geheimnis des gelben Grabes bereits die nächste Veröffentlichung angekündigt, auf die ich mich ebenfalls schon freue und die ich euch definitiv in Bälde hier vorstellen möchte. Für all diejenigen, die sich fragen, ob sich nach dem Besitz von einer alten Auflage von dem Film ein Neukauf lohnt, sage ich im Fall von der Arrow-Video-Version aus 2011, ja. Definitiv. Im Fall der Koch Media Blu-ray bin ich mir nicht ganz sicher, wie groß die Unterschiede in Sachen Bildqualität tatsächlich ausfallen. Der einzige Manko von der PDAX Blu-ray ist eben das Fehlen von jeglichem interessanten Bonusmaterial, weswegen ich alte Auflagen des Films auch definitiv nicht verkaufen würde. Aber alleine angesichts der Bildqualität und des großartigen 4K-remasterten Transfers ist für jeden cinephilen Fan von Gialli, die nämlich vor allem ganz besonders viel Wert auf die Optik legen, hier alleine aufgrund des Bildmasters meiner Meinung nach eine absolute Pflicht, diesen Transfer im eigenen Giallo-Regal stehen zu haben.